Die neue Geschichte Schweiz erzählt die Schweizer Geschichte über 550 Jahre. Dafür steigen wir ein im 15. Jahrhundert und kommen bis ins 21. Jahrhundert. Dazu aber trotzdem drei Zäsuren, nämlich die Reformation, die Französische Revolution und die Russische Revolution, die wir stärker hervorheben. Und ganz speziell für ein Museum, ein Tabubruch würde ich sagen, ist, dass wir eben bis ins 21. Jahrhundert gehen, in einem Raum von der Migration bis zur Robotik.